Herzlich willkommen am letzten Handelstag der Woche auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 12. Mai 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein für Traders Media GmbH und die LS Exchange gibt es wieder spannende Themen heute zu erörtern. Das Ganze, wie schon gesagt, als Interview konzipiert. Der Daniel wird heute in Düsseldorf zugeschaltet sein, unser Technikexperte. Und wir haben auch ein ganz technisches Thema heute. Also gemeint ist nicht die Charttechnik, sondern zwei Technikgiganten. Nach dem Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Dann schalten wir den Daniel gleich mal zu. Guten Morgen nach Düsseldorf. Hallo Andreas, guten Morgen. Ja, zuvor lass uns gerne mal kurz auf die Märkte eingehen. Der DAX hat es geschafft, eine Reihe zu unterbrechen, die in den letzten 5 Wochen immer so lief. Ein Tag Minus, dann wieder mindestens ein Tag Plus. Und jetzt hatten wir schon 2 Minustage. Muss man hier skeptisch werden? Ja, ich würde auch sofort alles auf den Markt schmeißen, was ich so habe. Nein, das ist, glaube ich, kein Grund zur Skepsis. Sind getrieben durch Quartalszahlen. Ich glaube, heute war die Allianz ein bisschen schwächer. Kurz mit dem Kollegen aus dem deutschen Handel kurz geschlossen. Das ist natürlich ein Schwergewicht auch im DAX. Zieht den Markt dann so ein bisschen runter. Müssen wir schauen, wie sich das so entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall keine große Volatilität gerade vorhanden. Es passiert trotz Quartalszahlen relativ wenig, wenn wir uns die Bandbreite hier gerade auch ansehen. Das ist ein bisschen, der deutsche Markt ist aktuell ein bisschen entspannter als die Tech-Märkte in den USA, zu denen wir dann später noch kommen. Ja, da kommen wir gleich drauf. Zuvor noch der Blick auf den heutigen DAX-Verlauf. Also wir sind mit einem Gap, mit einer Kurslücke auf der Oberseite gestartet in den Xetra-Handel. Das haben wir fast geschlossen. Jetzt erholt er sich wieder. Wir sind wieder über der 15.900. Bekanntes Terrain, möchte man sagen. Ganz genau, das ist altbekannt. Sieht man ganz schön, wie du auch schon angesprochen hast, kurz nach dem Xetra-Opening. Also ein bisschen erstmal die ersten Zahlen verdaut. Dann am Ende wahrscheinlich durch Analysten-Calls oder neue Hochstufungen, Target-Price-Upgrades, wie auch immer, die dann doch so ein bisschen Hoffnung geschürt. Das sieht ganz gut aus zum Ende der Woche im DAX. Und ich bin gespannt, ob wir das halten können. Ja, das bin ich auch. Da kommen ja auch noch Daten, die bringen wir nachher nochmal hier ins Blickfeld. Und vielleicht der Hinweis, weil du die Allianz erwähntest, die BMW-Aktie, die ist auch mit einem Abschlag von 8,50 Euro aktuell dabei. Das ist aber ein Dividendenabschlag, also da braucht man nicht skeptisch sein. Wir schauen mal auf den Fear and Greed Index, wie die Stimmung denn überhaupt ist. Das wird täglich neu berechnet. Die ist weiterhin auf Kaufen. Also insofern sollte man die 16.000 noch nicht aus dem Auge lassen. Absolut, und das sehen wir auch ganz klar. Ist der Käufer aktuell der aktivere, der mutigere, viele Schnäppchenjäger doch dabei, die in Gattungen unterwegs sind, die letzten Tage unter die Räder gekommen sind, beispielsweise PayPal nach Zahlen, andere aber wiederum, die Trendfolgemodelle so ein bisschen versuchen zu duplizieren und dann in die Highflyer noch versuchen reinzugehen. Also wir sehen auch eher den Kaufdrang im US-Bereich, aber auch bei den Asiaten und vermutlich scheint es im deutschen Handel dann ebenfalls so zu sein. Deswegen ist das absolut nachvollziehbar, wie das gerade hier dargestellt ist. Apropos Highflyer, der US-Markt wird ja von wenigen Großen auch nach oben gezogen. Also da hört man immer wieder, die Marktbreite ist gar nicht so gegeben. Trotzdem der Nasdaq gestern neues Jahreshoch formiert und wir schauen heute mal explizit auf die Alphabet, also die Google-Mutter und auch Microsoft, die überschneiden sich ja in dem Geschäftsbereich so ein bisschen und konkurrieren ziemlich stark. Genau, die konkurrieren stark und in den letzten 6 Monaten konkurrieren sie gefühlt stärker denn je. Das Ganze wurde losgetreten durch ChatGPT von Microsoft. Seitdem ist die Konkurrenz bei den beiden gefühlt größer als jemals zuvor. Aber wir starten mal mit der Entwicklerkonferenz, die die letzten 2 Tage, Mittwoch hat sie, glaube ich, angefangen, in Kalifornien durch Google oder Alphabet, dem Mutterkonzern, gestartet ist. Da hat Alphabet einige Neuigkeiten vorgestellt, die sehr gut angekommen sind am Markt. Wir haben einige Hardware-Produkte vorgestellt bekommen, die mittlerweile auch neu auf den Markt gekommen sind. Es gibt zum Beispiel ein neues Club-Handy, das sich dadurch auszeichnen soll, dass es einen super, super Akku wohl hat, dass es eine tolle Auflösung hat und eine sensationelle Kamera. Dann gibt es das gleiche Modell in Anführungsstrichen, beziehungsweise ähnliche Features
in Form eines Tablets, das ebenfalls neu auf den Markt gekommen ist, ein bisschen günstiger als das Klapphandy, was wir gerade eingeblendet hatten, mit einer externen Batterie, die über Magnet funktioniert. Du kannst dann also dein Tablet auf auf die Batterie draufklemmen, ist gleichzeitig auch ein Lautsprecher, also sieht schon ganz gut aus. Google ist ja in den Themen Hardware, was Lautsprecher angeht, noch nicht so stark vertreten. Vielleicht versucht man da nochmal so ein bisschen in den Markt reinzudrücken. Aber die interessantesten Neuigkeiten, zumindest für mich, sind, glaube ich, eher auf der Software-Ebene genannt worden. Hier hat der Vorstand insbesondere darauf hingewiesen, dass solche Geschichten wie Google Maps absolut neue Features bekommen sollen. Die Auflösung soll besser werden. Es sollen schnellere und auch schönere Strecken vorgestellt werden. Also wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, dann merkt Google das und du gibst ein Ziel an, dann erkennt es über die AI, also über die künstliche Intelligenz, um auf Deutsch zu sagen, welche Strecke die schönste ist und welche auch die angenehmste für den Fahrradfahrer ist. Das war bis jetzt noch nicht der Fall. Bis jetzt geht es immer so ein bisschen darum, wie komme ich da am schnellsten hin? Aber da wird nicht geguckt, fahre ich da mitten durch Berlin, durch die stark befahrene dreispurige Straße oder ist da irgendwo ein Radweg für mich? Also solche Sachen werden abgedatet. Es soll ein Riesen-Update im Foto-Editor geben. Da braucht man demnächst keine Profi-Software, glaube ich, um Videos und Fotos zusammenzuschneiden, sondern kann das mit dem Google Editor machen, der übrigens in Zusammenarbeit mit Adobe ist. Ne, Adobe ist ja, ist der Mutterkonzern, der hinter Photoshop steht. Also das macht schon Sinn, dass man sich da zusammengestellt oder zusammengelegt hat. Und weitere Änderungen gibt es in Bezug auf Google Workspace, Google Docs, Gmail und ja, insbesondere in der Cloud. Und das ist eigentlich auch so das interessanteste Thema, was genau, was dabei bei rausgekommen ist. Die Cloud, das ist jedes Mal zu den Quartalszahlen von Amazon, von Microsoft, von Google, Alibaba in aller Munde, weil es der Bereich ist, der mit Abstand am schnellsten wächst und von dem erwartet wird, dass man dort die höchste Brutto-, aber auch Nettomarge dann irgendwann ja, herausarbeiten kann, sich herauskristallisieren kann. Und in dem Bereich möchte Google eben jetzt auch neue Vorstöße machen und auch hier die künstliche Intelligenz wesentlich stärker einbauen. Als nächstes ganz genau die Suchmaschine, die auch abgedatet werden soll mit der ChatGPT-Variante von Google, die Bard heißt. Hier habe ich jetzt mal eine Suche, die ich bei Bloomberg gefunden habe. Das Ganze ist in Deutschland noch nicht gelauncht. Das kommt die nächsten Tage wohl oder die nächsten Wochen, aber deswegen habe ich da ein Screenshot bei Bloomberg gefunden. Ist eine Anfrage wahrscheinlich einer Familie, die gefragt hat, in welchen Nationalpark in den USA man am besten mit Kindern und Hunden gehen sollte. Bis jetzt hast du dann immer sofort ja, diesen oberen Teil, den man da jetzt in dem Bild sieht, nicht angezeigt bekommen, sondern direkt Wikipedia-Artikel oder ja, Zeitungsartikel oder eben direkt die Werbung. Und jetzt soll es demnächst so sein, dass du als erstes die Antwort von der künstlichen Intelligenz bekommst. Auf der rechten Seite dann schon den einen oder anderen Link hast und dann weiter runter scrollen musst bis zur Werbung beziehungsweise bis zu ja, Werbeschaltenden auf der Website oder auch zu den Quellen. Das ist eine Änderung, auf die bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, an Google, an der Suchmaschine an sich, hat sich die letzten 10 Jahre, zumindest in meiner Empfindung, nicht sonderlich viel geändert, abgesehen vom Layout immer mal wieder. Aber ich glaube, das wird eine spannende Änderung, oder? Ich denke auch. Also ich selber bin noch ein bisschen ja unbedarft, was das Thema ChatGPT und künstliche Intelligenz angeht, weil ich natürlich auch jemand bin, der Videos produziert und Texte schreibt seit vielen Jahren. Und da frage ich mich natürlich, ob dann mein Job wegfällt. Ja, ich glaube, die Frage müssen wir uns alle stellen. Letztens noch bei Markus Lanz einen Technikexperten gesehen, aber hört man auch ja, ganz, ganz viel, dass die künstliche Intelligenz sehr viele auch hochbezahlte Entwickler, IT-Positionen unter Umständen wegrationalisieren könnte. Das sind Dinge, an die man vielleicht vor 3, 4 Jahren noch gar nicht gedacht hat. Ich hoffe, dass du uns erhalten bleibst. Ich hoffe auch, dass mein Job mir noch ein paar Jahre erhalten bleibt. Macht auf jeden Fall noch Spaß. Aber klar, das ist natürlich ein Risiko, was einige Leute betreffen sollte.
Ja, vielleicht sollten wir dann genau in solche Firmen erstmal investieren, unser Kapital, unsere Altersvorsorge, denn wenn die durch die Decke gehen, dann müssen wir vielleicht gar nicht mehr arbeiten. Aber Spaß beiseite. Lass uns mal auf die Umsatzerlöse schauen, genau die bei den beiden Unternehmen bei der Cloud überhaupt anfallen. Ja, ganz genau. Ist kein schlechter Gedanke, dass man da mal rein investiert. Ich habe jetzt hier die Intelligent Cloud, das ist die Cloud von Microsoft, die mit knapp 75 Milliarden ja, einen gigantischen Umsatz jetzt schon einbringt. Das Wachstum ist immer noch komplett intakt. Glaube ich, im letzten Quartal über 30% Wachstum immer noch verzeichnen können. Und wie gesagt, das ist der Bereich, an dem die richtig fetten Margen wohl landen sollen. Also mit jedem Prozent, was Microsoft hier mehr Umsatz macht, ist es quasi wie ein Multiplikator, was den Gewinn angeht. Also definitiv eine spannende Geschichte, auch in Verbindung mit dem mit ChatGPT von Microsoft. Und auf der nächsten Seite haben wir die Cloud von Google. Die ist noch ein bisschen kleiner als die von Microsoft, ungefähr ein Drittel, aber hat von allen drei großen Cloud-Anbietern oder auch Amazon das größte oder stärkste Wachstum. Und bis jetzt auch die beste Marge, wobei man steckt hier noch so ein bisschen in Kinderschuhen. Es wird noch viel in Forschung und Entwicklung gesteckt. Deswegen darf man da nicht zu sehr auf die Margen schauen. Ist aber definitiv auch eine spannende Geschichte. Und ja, die Entwicklerkonferenz, die Neuigkeiten, die da erklärt wurden, die haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass alle drei Tech-Aktien, die ich gerade genannt hatte, ja, gen Norden die Reise angetreten haben. Und die haben die Indizes, wie du es eben angesprochen hattest, schon mitgezogen. Also es war jetzt, dass der Nasdaq gestern fester war, das war keine breite Bewegung. Das war getrieben durch die, ja, wahrscheinlich durch die 10 größten und schwersten Unternehmen im Index. Interessanterweise waren nämlich die meisten Bestandteile des Nasdaq und des S&P gestern rot und eben nicht im Plus. Aber durch die Marktkapitalisierung sind diese Schwergewichte eben so wichtig, dass sie den Index dann auch mal hochziehen können. Und genau auf dem jetzigen Bild sehen wir eben die Performance von Microsoft im Vergleich zu Alphabet. Alphabet ist der weiße Strahl auf Basis eines Jahres. Ist hier definitiv noch Aufholpotenzial. Ich bin gespannt, ob es auch dahin geht. Einen Kommentar gelesen von einem JP Morgan-Analysten, der gesagt hat, dass er glaubt, dass Google bzw. Alphabet die absolute Nummer eins im Bereich künstliche Intelligenz sein wird. Er sagt, die haben die schlauesten Mitarbeiter, was das angeht, die beste Technik und die größten Margen. Deswegen, ja, möchte man ihm glauben, wenn sich die beiden Charts so ein bisschen angleichen. Wenn wir uns den Jahresvergleich anschauen, den Year-to-Date-Vergleich, sehen wir, dass durch die Konferenz von Alphabet das Gap seit Anfang des Jahres zu Microsoft komplett geschlossen wurde. Year-to-date sind jetzt beide mehr oder weniger fast gleich auf. Also definitiv eine sehr rasante, aber finde ich auch sehr spannende Entwicklung. Wir schauen uns auch die Euro-Notierungen an. Da ist jetzt die Seitwärtsphase verlassen worden, weil bei der Euro-Notierung muss man auch immer das Währungsrisiko nochmal hier mit einbeziehen, den Umtauschkurs zum Dollar. Und bei Microsoft ist ja fast das Jahreshoch vom letzten Jahr und das wäre auch das Allzeithoch erreicht worden. Ja, genau, das ist korrekt. Da ist Microsoft ohne eigene Nachrichten, ohne eigenes Dazutun, ja, Tandem quasi mit der Alphabet gelaufen. Freut sich der Microsoft-Konzern, die Aktionäre wahrscheinlich auch sehr drüber, dass man da so ein bisschen mitgezogen werden konnte vom breiten Tech-Markt, aber insbesondere eben von Alphabet und Amazon, die ja alle so ein bisschen die gleichen Themen angehen. Und deswegen sind die Jungs eben auch auf dem Weg zum, ja, zum Allzeithoch, wie du gesagt hast. Ja, und es gibt natürlich noch viel mehr Unternehmen, über die wir sprechen könnten. Wir hatten gestern Quartalszahlen von JD, Fiverr und so weiter, aber das passt nicht komplett in so eine Sendung. Aber vielleicht in den Wochenrückblick, den es am Samstag hier von meiner Seite gibt. Heute stehen noch ein paar Zahlen auf der Agenda, vor allem am Nachmittag 14:30 Uhr aus den USA. Importpreise, Exportpreise um 16 Uhr, das Uni Michigan Verbrauchervertrauen. Das ist die wichtigste Kennzahl des weiteren Tages. Und dann geht es fast ins Wochenende. Auf den Kanälen der LS Exchange gibt es weitere Informationen und damit sage ich danke für das extrem informative Interview an dich, Daniel, und auch schon mal ein schönes Wochenende. Gerne, das wünsche ich dir auch. Tschüss, Andreas. Dann ciao.